Ein schauriges Willkommen zum zweiten Teil von Sanfter Schrecken. Auch diesmal erwarten euch wieder zwei schaurige Horrorhörspiele, basierend auf meinen Kurzgeschichten. Zuerst erwartet euch eine kleine dreckige Horrorgeschichte aus dem amerikanischen Hinterland, gelesen von Ramon Klein. Dann ein wahrer College-Schocker, gelesen von Sarah Dustal. Und nun gute Gänsehaut und vor allem schlechte Träume. Auf die Füllung kommt es an. Ein Maiskorn zwischen den staubigen Fingern zerdrückend, schielte der derangiert wirkende Mann immer wieder in Richtung des staubigen Feldweges. Keine Menschenseele war bisher an ihm vorübergefahren. Kein Motorenlärm hatte die Stille des langsam vergehenden Tages durchdrungen. Nur vereinzelt wogten die Wellen aus Maispflanzen hinter, vor und neben ihm im seichten Wind des Spätsommers. Hier, am Ende der Welt, so erschien ihm die Landstraße, dessen Reichweite er nicht einmal erahnen konnte, fuhr anscheinend nie jemand mit seinem Wagen vorbei. Die staubige Kleidung, an dessen Revers einige tote Mücken klebten, strotzte vor Dreck und Schweißgeruch. Wenn ihn jemand mitnahm, musste derjenige schon eine tolerante Nase haben, dachte der Mann und lauschte wieder gegen den Wind. Die Tage hatten ihm zugesetzt. Er war meilenweit gelaufen und hatte nur gestoppt, wenn er schlafen oder pissen musste. Essen hatte er bereits keines mehr und der Mais auf den Feldern diente ihm bisher noch nicht als letzte Notspeise. Er hatte bereits ein Korn probiert, es jedoch angeekelt mit dem Finger aus seiner Mundhöhle gepult und weggeschnippt. Nein, so weit war sein Hunger dann doch noch nicht fortgeschritten, auch wenn der Mais nicht aussah, als behandle man ihn mit genmanipuliertem Dünger. Hier draußen, fernab der Stadt und den ach so geschäftigen Menschen, erntete man seine Lese noch wie vor 100 Jahren, dachte er und hustete. Es wurde kälter. Der Abendwind brachte keine warme Brise mit sich, nur stickige Luft und das Sirren der Insekten. Es wurde Zeit, sich eine Unterkunft für die Nacht zu suchen, auch wenn er hier nicht mit einer Scheune oder einem Strohlager rechnete. Ein letztes Mal lauschte er nach der erdigen Straße. Nichts. Gerade wollte er sich umdrehen, da durchschnitt ein heller Schein die Reihen der Maispflanzen. Sollte es möglich sein? Sollte ein Wagen hier vorbeikommen? Er legte den Kopf schief und konzentrierte sich angespannt, wollte den Wagen lokalisieren, falls er nicht auf die Straße hervorkam, sondern in einer weiteren Schneise zwischen den Maisreihen fuhr. Und doch, er hatte beinahe überirdisches Glück, wie er fand. Der Wagen kam auf ihn zu, hatte breite Scheinwerfer, war groß und massig klingend. Rasch schob er sich aus den Schatten der Reihen hervor und riss die Arme nach oben. Seine Tasche mit den wenigen übrig gebliebenen Habseligkeiten baumelte von seiner zerschundenen Schulter. »Hallo?« brüllte er, beinahe wie im Wahn. »Hey, Sie da!« Er rannte auf den Wagen zu, der sich beim Näherkommen als eine Art großer Pickup-Truck entpuppte. »Anhalten, bitte!« Er keuchte, seine Lunge schmerzte brennend. »Bitte!« Der Wagen fuhr stetig weiter, mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Doch nun schien er zu verlangsamen. Die Reifen rollten knirschend aus. Dann brummte nur noch der laufende Motor. Eine Scheibe wurde herabgekurbelt. Ein Schein erstrahlte diffus im Inneren des Wagens. »Danke. Vielen Dank«, presste der Mann hervor und trat an die Beifahrertür heran, blickte in das Innere und wollte seinen Retter betrachten. Zu seiner Verwunderung erkannte der Anhalter in der Fahrerkabine eine Frau, in deren breiten Mund eine altmodische Pfeife glühte. Das verhärmte Gesicht war von mehr Falten übersät als der Maisacker. Graue, scheinbar splissige Haare umrahmten ein Gesicht, das eher an einen alten Pitbull als an eine Frau erinnerte. Es roch intensiv nach Tabak und der Mann, dessen Atemwege schon vorher mit Staub verklebt waren, hustete erneut. »Keine Ursache, Kleiner«, murmelte die Fahrerin und inhalierte einen tiefen Zug aus ihrer Pfeife. »Wo soll's hingehen?« Ihre Aussprache ließ auf eine Herkunft in unmittelbarer Nähe herrühren, dachte der Mann und langte nach dem silbernen Griff der Beifahrertür. »Ganz egal, nur weg hier. Hab mich verlaufen und suche eine Bleibe für die Nacht.
gab er an und ließ sich in den weichen Beifahrersitz des alten Wagens fallen. Er hatte endlich einen Stuhl unter dem Hintern. Und das gefiel ihm. Alright, presste die Frau hervor und der Mann bemerkte ihre breiten Hände, die das Lenkrad fest ergriffen hatten und nach links drehten. Der Motor hörte auf und der Wagen kam langsam in Bewegung. Nach einigen Sekunden brach die Fahrerin das Schweigen. Bin Maud, sagte sie knapp. Wie du sicher sehen kannst, bin ich Farmerin. Sie drehte sich zu ihm und entblößte eine Reihe ungepflegter Zähne. Und du? Kurz nachdenkend gab der Anhalter von sich, was er sich zurechtgelegt hatte. Jim, stellte er sich vor. Bin schon eine Weile unterwegs. Meine Frau hat mich rausgeworfen. Die Fahrerin lachte auf. Bei mir brauchst du nicht so einen Aufriss wegen deiner Ausdrucksweise zu machen. Ich bin so weit von der Frau entfernt wie du. Sie schien auf ihr Aussehen anzuspielen und lachte dreckig. Schon gut. Solche wie dich kenne ich. Bin meinen Alten auch losgeworden. Ist schon ein paar Monate her. Der Mann, der sich bei ihr Jim nannte, nickte nachdenklich. Suchst du Arbeit? Erkundigte sich Maud schließlich. Hab da ein bisschen was zu erledigen heute Abend. Sie deutete mit ihrem Daumen über die Schulter auf die Ladefläche des Pickups. Erst jetzt nahm der Anhalter wahr, was auf dem hinteren Teil des Wagens lag. Es sah aus wie alte Lumpen und Strohballen. Was haben Sie geladen, Maud? Erkundigte er sich neugierig. Lass das Sie weg, Jungchen. Bin nicht meine alte Mutter. Sie lachte wieder dreckig. Vogelscheuchen habe ich geladen. Eine ganze Menge sogar. Muss ich verteilen. Gibt einen Haufen dreckiger Diebe auf meinen Feldern. Raben und so Zeugs. Der Mann dachte nach. Er könnte ein wenig Geld gut gebrauchen und einen Happen zwischen die Zähne. Wenn er der Alten also helfen konnte, warum nicht? Vielleicht nahm sie ihn ja auch mit nach Hause und dort fand er mehr als nur einen Bissen und eine Unterkunft. Diese Aussicht darauf gefiel ihm. Also, wenn ich ehrlich sein soll, gern. Ich brauche Arbeit und für was zu essen mache ich so gut wie alles. Die Alte lachte wieder. Dann setzte sie einen ernsten Gesichtsausdruck auf und schaute weiterhin stur geradeaus. Die Pfeife war mittlerweile erloschen und die Sonne hinter den Reihen völlig verschwunden. Und wie bist du hierher gekommen? Durchbrach ihre Stimme das entstandene Schweigen. Ist ja weit vom Schuss, meine ich. Sie drehte den Kopf zu ihm, schien ihn zu mustern, auch wenn er sie nicht direkt ansah. Ich bin durch den Staat gezogen. Mal hier, mal da. Schließlich hat mich einer mitgenommen. Netter Kerl. Der hat mich dann abgesetzt und ich habe mich verlaufen. Bin durch Mais gelatscht und dachte, ich finde nie wieder jemanden. Murmelte Maud und nickte. Sie fuhren schweigend weiter und irgendwann schaltete sie den Wagen aus und ließ ihn rollen. Die Handbremse kräftig anziehend kam der Wagen schließlich zum Stehen. Also gut, alle Mann von Deck, meinte sie und stieg aus dem Wagen, wie Jim es ihr gleich tat. Seine Schuhe wirbelten Staub auf, auch wenn man dies bei der dürftigen Beleuchtung kaum noch sehen konnte. Er hustete wieder. Dies war ein eindeutiges Zeichen. Der Mond ging langsam auf und die Felder raschelten stärker, was durch den aufziehenden Wind herrührte. Er fragte sich, warum Maud die Vogelscheuchen nicht am Morgen aufstellte, entschied sich aber dagegen, dies zu fragen. Immer schön den Mund halten und abwarten. Die stämmige Frau war groß, größer als es Jim in dem Wagen vermutet hatte. Und sie war kräftig, wuchtete die schwere Klappe des Laderaums mit spielerischer Leichtigkeit auf und griff nach den strohigen Figuren. »Willst du Wurzeln schlagen, Jungchen?« rief sie nach ihm. Die Tatsache, dass sie ihn so nannte, nervte den Mann allmählich. Wusste sie nicht, dass er kein junger Mann mehr war, oder hielt sie diesen Ausspruch für lustig? »Komme schon«, sagte er hastig und lief um den Wagen auf sie zu. Der Schein seiner Taschenlampe flackerte vor ihm. Die ausgestopften Scheuchen lagen aufgeschichtet zu ihren Füßen und wirkten bei dem Licht befremdlich. Doch er dachte an das Resultat seiner Mühe und griff sich eine Figur, welche nicht allzu schwer war. Maud verschwand in dem dichten Gewirr aus Pflanzen und er hatte Mühe mitzuhalten. Er fixierte den schwachen Lichtkegel, der durch die Reihen zu tanzen schien. Die Sonne war kaum noch existent. Die Nacht sollte sie ablösen. »Hierher, Kleiner«, vernahm er gedämpft ihre Stimme. Mit der Schulter drückte er einige Pflanzen zur Seite und holte auf. Sie standen auf einer Art Platz, in dessen Boden zwei Holzpfähle in den Himmel ragten. »Diese mussten für die Vogelscheuchen sein«, schlussfolgerte der Mann und hiefte seine Last auf einen Pfosten. Maud half ihm bei der Befestigung der Scheuche und verschnürte das ausgestopfte Ding am Rücken. Nun sah es wirklich so aus, als stünde ein Mensch auf dem Pfosten.
Mit der Taschenlampe ihr Werk betrachtend, lobte ihn die Frau für seine Hilfe, dann kehrten sie zu dem Wagen zurück und fuhren weiter. Ihre Arbeit wurde noch dreimal wiederholt, dann war die Fläche auf dem Pickup frei und Mort teilte ihm mit, dass sie ihn jetzt mit nach Hause nahm. »Kannst in der Scheune schlafen«, schlug sie ihm vor. »Hast gut gearbeitet. Mach dir da noch was zu essen. Hast sicher einen Bärenhunger.« Das stimmte. Sein Bauch rumorte wie ein zweiter Motor in dem Wagen, was Mort sicher nicht entgangen war. Er dachte an eine warme Mahlzeit und daran, was er in der vor ihm liegenden Nacht noch umzusetzen gedachte. »Danke, das ist jetzt genau das Richtige.« Die Scheinwerfer schnitten durch den Staub, welcher mit dem Wagen aufgewirbelt worden war, und erhellten ein beinahe baufälliges Haus vor ihnen. »Es ist meine Bude. Nicht das Ritz, aber es reicht«, meinte Mort derb und ließ den Wagen verstummen. »Komm rein, ich hab noch Suppe auf dem Herd.« Der Anhalter nickte und zeigte sich dankbar, dann verließ er das Gefährt. »Wie lang lebst du schon hier, Mort?« Die stämmige Frau legte den Kopf in den Nacken und schien nachzudenken. Dann antwortete sie, muss schon immer hier gewohnt haben, denke ich. Erinnere mich an nichts anderes mehr. Werd hier auch den Löffel abgeben.« Sie liefen auf eine windschiefe Veranda zu und nahmen die knarrenden Stufen. Eine Tür mit einem löchrigen Fliegenschutz öffnend, huschte die Frau ins Innere des Hauses und drückte den Lichtschalter. Die suchende Glühbirne erhellte den Blick auf eine in Staub liegende Inneneinrichtung, dessen Stil aus der Zeit gefallen zu sein schien. Jim erkannte alte Bilderrahmen, dessen vergilbte Fotografien man nicht mehr erkennen konnte. Über allem lag der schwere Geruch von Essen, muffiger Kleidung und schalem Schweißgeruch. »Home sweet home«, murmelte Mort und warf ihre Jeansjacke auf die Treppenstufen zu ihrer Rechten. Sie ging voran und öffnete eine weitere Tür, hinter der sich die Küche befinden mochte. »Falls dich sauber machen willst, hier ist das Bad.« Sie deutete nach links und verschwand in dem anderen Raum. Jim nahm das Angebot an und hörte noch, wie Mort ihm mitteilte, dass die Kleidung ihres Ex-Mannes vor die Tür legen würde. Im Bad angelangt, verriegelte er das Schloss und ließ sich mit dem Rücken gegen das Holz sinken. Er atmete durch, hielt einen Moment inne und plante. Im Geist dachte er daran, dass die Alte einen Fernseher oder zumindest ein Radio besitzen mochte, und malte sich aus, dass sie ihn eventuell erkennen konnte, wenn dies auch bisher noch nicht der Fall gewesen war. Aber die Skepsis war da, und er musste jede Eventualität abwägen. Eilig entkleidete er sich und stieg in eine von Kalkflecken verkrustete Badewanne, dessen Abfluss einen schwärzlichen Rand aufwies und einen Geruch nach alten Eiern aussonderte. Doch etwas Wasser auf dem Kopf konnte nicht schaden, dachte er und drehte den Hahn auf. Kaltes, irgendwie schlieriges Wasser benetzte seine Kopfhaut und massierte seinen Schädel. Er legte den Kopf in den Nacken und Rinnsale des Wassers flossen über seinen Nasenrücken. Besser als nichts. Die Kleidung von Morts Ex-Mann, so hatte er aus dem Gespräch herausgehört, passte ihm beinahe wie angegossen. Sie roch nach Mottenkugeln und einer alten, beinahe verflogenen Aftershave-Note. »Aber Hauptsache keine dreckige und mit Erde verkrustete Kleidung«, resümierte Jim und verließ das Bad, nachdem er sich in diesem umgezogen hatte. Der Geruch von Suppe drang in seine Nase, herb und dennoch wohlriechend. Die Küchentür aufstoßend betrat er den Raum und schaute sich um. Es wirkte wie der Rest des gesehenen Hauses, sehr altmodisch und rückständig. Ein Kohleofen gab Wärme von sich und die Schemel, die als Stühle dienten, sahen aus, als fielen sie jede Sekunde auseinander. Mort stand mit dem Rücken zu ihm am Herd und rührte eine Suppe um, welche dampfend Geruch verbreitete. »Setz dich, Jungchen!« Er folgte der Aufforderung und nahm Platz. Ein Teller mit heißer Suppe und ein trocken aussehendes Brot als Beilage wurden ihm gereicht. Er dankte und löffelte gierig die kräftige Speise, blickte dabei nicht auf und spürte dennoch Mords Blicke auf ihm. Unbehaglich, aber dennoch froh, etwas Warmes im Magen zu haben, ignorierte er den intensiven Geschmack nach Kräutern, der ihm eine Spur zu dominant war. Die Suppe bestand überwiegend aus Mais und Fleischstückchen, die er als salziges Pökelfleisch definierte. »Schmeckt's?« erkundigte sich Mort wie eine Bedienung in einem Restaurant. »Du schlingst ja wie ein Ochse.« »Sehr gut«, schmatzte er. »Ich bin dankbar für jede warme Mahlzeit.« Gespielt fügte er bei, »und wenn sie auch noch lecker ist, umso besser.«
Musst ja halb verhungert sein, Jungchen. Er schluckte die aufkeimende Wut herunter und nickte erneut. Dann verschlang er den letzten Bissen des Brotes. Sie selbst schien keinen Hunger zu haben, blickte ihn nur an. Auch mal ganz gut Gesellschaft zu haben, murmelte sie und erhob sich, um ihm ein Glas Wasser zu reichen. Keine Angestellten oder wenigstens Hilfsarbeiter? Erkundigte sich Jim und wägte die nächsten Schritte in Gedanken ab. Schmeißt du deinen Hof ganz allein, hm? Die Frau stemmte die Arme in die Hüfte, nickte energisch. Brauch niemanden, komm gut allein zurecht. Mehr kam nicht. Sie setzte sich wieder und fragte ihn nach einem Nachschlag, den Jim verneinte. Bin satt? Satt und vor allem müde. Würd mich gern aufs Ohr hauen, wenn das in Ordnung ist. Die Frau lächelte wieder. Sicher, ich zeig dir die Scheune. Sie erhob sich. Hol dir nur noch eine Decke. Damit verschwand sie aus der Küche und Jim fragte sich, warum er nicht im Haus nächtigen konnte. Groß genug war es ja, aber er wollte auch nicht das Bett mit der grobschlächtigen Farmerin teilen. Gott bewahre! Er musste lang nachgedacht haben, denn Maud erschien bereits mit einer Decke und ihren muskulösen Armen und legte den Kopf schief. Träumst du, Jungchen? Ihre Stimme klang in Jims Kopf wie eine altmodische Säge, die sich in Holz verhakt hatte. Komm, wird spät! Er erhob sich und folgte der kräftigen Maud aus dem Haus. Die Luft war frisch, die Scheune einige Meter vom Haus entfernt. Sie sah halb verfallen aus und er fragte sich, wie kalt es dort erst sein würde. Doch schlafen würde er ohnehin nicht. Mit einem geübten Griff schob Maud den schweren Riegel zur Scheune zur Seite und ließ das Tor aufschwingen. Ein Geruch nach altem, feuchten Heu wurde riechbar und Staub rieselte von ihnen herab wie feiner Winterschnee. »Der Schober ist weitestgehend freigeräumt. Da kannst du schlafen«, erklärte sie ihm und hielt die Decke in seine Richtung. »Gute Nacht!« Das Quartier war unsanft und roch nach Moder. Hier würde Jim sicherlich nicht bleiben, zumal er genau geplant hatte, dass ihn die Frau nicht in Erinnerung behalten durfte. Er erhob sich mit knirschenden Knien und ging auf die Trittleiter zu, die zu seinem Nachtversteck führte. Die Stufen, leise wie eine Katze nehmend, stand er anschließend auf dem strohigen Untergrund und blickte durch den Spalt des Scheunentors auf den Hof. Nebel war aufgezogen und tauchte die Szenerie in einen unwirklichen Schleier. Leise schlich er auf den Hof und auf das Haus zu. Er musste sich beeilen. Vielleicht schaute die Alte aus dem Fenster, obwohl er hoffte, dass ihn der Nebel verschluckte. Am Eingang angekommen und geduckt zur Hinterseite des Hauses schleichend, hob er den Kopf und schaute durch die schlierigen Fenster. Nichts. Alles war still und nur eine einzelne kleine Lampe brannte auf einer Anrichte. Wenn er diese seltsamen Bauerntölpel richtig einschätzte, war niemals die Hintertür verschlossen. Alles auf eine Karte setzend, drückte er die Klinke hinab und schlüpfte mit klopfendem Herzen durch die tatsächlich unverschlossene Tür. Sofort war der Geruch der Suppe wieder da. Er schien sich in seine Kleidung zu fressen und beseitigte die alten Spuren des Bouquets ihres Ex-Mannes. Falls sie ihn erkannt hatte, diese Tatsache schien ihm nicht sehr wahrscheinlich, hätte sie längst reagiert. Doch er durfte kein Risiko eingehen. Sicher hatte sie irgendwo Geld, solche Weiber horteten es meist unter dem Bett oder sogar in den Matratzen. Also auf in das Schlafzimmer und zusehen, dass er sie zum Schweigen brachte. So leise wie möglich und sofern es diese wurmstichige Treppe zuließ, schlich er in den ersten Stock. Leise ausatmend blickte er sich um. Es war finster und das wenige Licht des Mondes, der durch die Fenster schien, ließ alles in seinem Sichtfeld zu einer grauen Masse verschmelzen. Zu allem Überfluss wurde ihm auch noch dezent schwindelig, was auf die stickige Luft und die angespannte Situation zurückzuführen war. Bei einem der Zimmer war die Tür ein wenig geöffnet, nur einen Spalt, aber genug, um zu erkennen, dass ein schwacher Lichtschein auf den Flur fiel. Nun hieß es improvisieren, dachte Jim und schielte zu einer kleinen Tischlampe mit gläsernem Schirm. Das Möbel hart umfassend zog er den Stecker und hielt es wie eine Schlagwaffe in Händen, schlich zu dem Spalt und spannte seine Muskeln. Er blickte vorsichtig ins Innere und erkannte Maud, welche unter einer dünnen Decke schlief. Ihr massiger Leib war nicht zu verkennen. Wie ein Raubtier schlich Jim zu der Schlafenden und riss die Lampe hoch, nur um sie im nächsten Moment mit aller Kraft auf ihren Kopf niedersausen zu lassen. Es knirschte kurz und er ließ die Schlagwaffe fallen. Ohne die Tote weiter eines Blickes zu würdigen, ließ er sich auf die Knie fallen und schaute unter das Bett.
Außer dicken Wollmäusen und einigen undefinierbaren Krümeln fand er nichts. Dann eben in der Matratze, dachte er und griff an den Saum der Matratzennaht, zog daran. Nach einigen Sekunden und Ziehen war die Matratze offen und er langte hinein, spürte den weichen Inhalt und schob seinen Arm weiter ins Innere. Je mehr er daran zerrte, desto mehr glaubte er, kippte der Leib der toten Mord über ihm zur Seite. Außer einigen Sprungfedern spürte er nichts. Er stieß mit seinem Arm regelrecht in die Matratze und keuchte vor Enttäuschung und Wut, als er ihn hinausziehen wollte. In diesem Moment verrutschte die Decke über der Toten und gab den Blick auf ihren Körper frei. Jim stieß ein heiseres Keuchen aus und riss den Arm ruckartig aus der Füllung. Eine Sprungfeder schabte über seine Haut und ließ sie aufreißen. Den Schmerz ignorierend blickte er fassungslos auf den toten Körper einer Person, die mehr einer Puppe als einem Menschen glich. Es war ein etwa 60 Jahre alter Mann, dessen offener Mund und die geweiteten Augenhöhlen mit Stroh zugestopft worden war. Dies war nicht Mord. Dies war ihr Ehemann, ihr toter Ex-Mann. Aber warum in aller Welt lag er hier ausgestopft wie eine Vogelscheuche? Eine Hand legte sich auf seine Schulter und Jim schwindelte es. Seine Welt drehte sich einen Moment um die eigene Achse und er verlor den Halt. Krachend kam er auf dem Rücken auf und seine Augen fixierten Mord, die über ihm stand und den Kopf schüttelte. »Jungchen, Jungchen«, vernahm er, und sein Kopf fühlte sich an, als würde er in einem unnachgiebigen Schraubstock eingespannt. Warum ging es ihm auf einmal so furchtbar? »Musst halb verhungert sein«, murmelte sie. »Die Suppe tut gut, oder?« Er verstand nicht. »Lecker Maissuppe«, Jim schien bewusstlos zu werden. »Kennst dich nicht gut aus mit Mais, oder? Der Griffel in der Blüte vom Mais ist der Teil des Stempels, der die Narbe trägt. Giftig, das Zeugs. Vor allem als Suppe.« Als Jim erwachte, schien ihm die Sonne gleißend ins Gesicht. Er roch den frischen Wind und die Felder. Doch er konnte all dies nicht genießen. Seine Sinne waren noch nicht ganz intakt. Er blickte sich um und sah den Himmel. Dann spürte er das Zucken, das durch seine Glieder ging, hörte das Brummen des Motors und roch schließlich auch das Motorenöl. Nach einigen Minuten wurde es weniger und verstummte vollends. Er hörte das Schlagen einer Tür und schwere, knirschende Schritte, dann eine metallische Klappe. Ein weiterer Ruck ging durch seinen Körper. Er wurde an den Füßen gezerrt. Der Himmel rutschte aus seinem Blickfeld und sein Kopf schabte über harten Untergrund. Dann fiel er nach hinten. Sein ganzer Oberkörper krachte auf erdigen Untergrund. Man schleifte ihn über den Boden. Sprechen kam nicht in Frage. Seine Zunge fühlte sich kribbelnd und schmerzhaft an, sein gesamter Mund generell. Die Gliedmassen hatte man ihm verschnürt und sein Kopf ließ sich nicht wirklich drehen. »Oh, er ist wach. Das Jungchen ist wach«, vernahm er seltsam gedämpft. Ein Rabe kreiste über ihnen. Der Schrei des Vogels riss Jim beinahe wieder vollständig in die Wirklichkeit. Mord ließ ihn los und stellte sich über Jim. Sie trug eine Latzhose und einen breiten Strohhut, aus dessen Mitte ihre Haare hervorlugten. »Hast lang geschlafen«, meinte sie und stopfte sich eine Pfeife. »Die ganze Nacht?« Ein brennendes Streichholz an den Pfeifenkopf haltend, inhalierte die Frau den Rauch nach einigen Sekunden. »Keine Ahnung, wer du wirklich bist, aber Jim wirst du sicher nicht heißen. Schade, dass du meinen Herb gefunden hast, wirklich. Der ist schon eine Weile tot. Aber konnte mich irgendwie nicht trennen. Muss ich auch nicht. Auf die Füllung kommt es an. Wollte dir nichts Böses, solltest nur durchpennen, daher die Suppe. Man weiß ja nie. Nur Arbeit und Essen hatte ich für dich, wirklich. Aber du wolltest ja mehr. Hättest mir den Schädel eingeschlagen, aber hast Herb getroffen. War auch zu Lebzeiten ein Strohkopf.« Sie lachte laut und dreckig. »Schade. Dachte, du bist ein guter Kerl. Tja, so kann man sich täuschen. Aber zumindest bist ja noch als Hilfsarbeiter gut, auch wenn ich sonst keine mehr einstelle.« Jim verstand mit einem Mal, was vor sich ging. Sie hatte ihn gar nicht erkannt und hätte auch nichts gesagt. Die Alte hatte nur ihren Mann kalt gemacht. So wie er die anderen vorher auch, die ganzen Leute auf seiner Route. Jetzt saß er hier fest und kam nicht weg.
Was meinte Mord mit Hilfsarbeiter? Das sollte der Mann, der sich Jim nannte, schneller feststellen, als ihm lieb war. Mord begann bereits, ihn hochzuwuchten und seinen Körper an dem Pflock zu fixieren. Das Stroh in seinem Mund konnte er nun schmecken. Sie ist mir allerdings nicht wirklich furchteinflößend genug für die Krähen aus, Jungchen, vernahm er neben sich. Dann trat Mord an ihn heran. Deine Augen, die sind nicht wirklich für eine Vogelscheuche geeignet. Ich glaube, da passen Maiskolben rein. Was meinst du? Er erkannte im Blickwinkel das verdreckte Taschenmesser. Jims Schreie fraß das Stroh, so wie die Krähen später seine Augäpfel fressen sollten. Vom gleichen Schlag. Haley öffnete ihren WhatsApp-Chat-Verlauf, suchte den Kontaktnamen ihrer Freundin. Monoton vernahm sie beiläufig die Stimme ihres Literaturprofessors, welcher schon seit einer gefühlten Ewigkeit über das Werk George Orwells debattierte. Die stickige Luft im Seminarraum summte vor Stechmücken, welche durch das offenstehende Fenster eingedrungen und emsig auf der Suche nach menschlichem Blut umherflogen. Auch wenn die Sonne am Horizont bereits über die Hälfte ihres Umfangs eingebüßt hatte, konnte man die Restwärme des Tages noch auf der klebrigen Haut spüren. Ein Insekt beiläufig auf dem Unterarm zerschlagend, widmete Haley sich wieder ihrem Smartphone und lächelte, als sie ein GIF ihrer Freundin erhielt. In diesem Moment erklang die Stimme von Mr. Havering neben ihr. Sie hatte den Dozenten nicht einmal bemerkt. Er musste an sie herangetreten sein, als sie sich über die Animation amüsiert hatte. »Spannend, Miss Deering«, erkundigte er sich und drehte sich dabei wie ein Schaukünstler selbstgefällig zu Haleys Kommilitonen um, so als erwartete er Beifall. Die Studentin verdunkelte ihr Smartphone und blickte ihn selbstsicher an. »Auf jeden Fall, Mr. Havering. Orwell ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren.« In Gedanken verglich sie den teigigen Körper des Dozenten mit dem von Napoleon, dem fetten Schwein aus Orwells Animal Farm. Der Mann lächelte breit und hinterlistig. »Na sicher, deshalb haben sie auch in der letzten Klausur alle Punkte korrekt beantwortet.« Er ging auf seinen Schreibtisch zu. »Ich habe hier ihre Arbeiten, Herrschaften«, rief er durch den Raum, Haley nicht aus den Augen lassend. »Auch wenn es spät ist, wir gehen die Klausur nun gemeinsam durch.« Alle atmeten schwer aus und einige Mücken schwirrten aufgeregt durch die Reihen. Um diese Uhrzeit wollten die Studenten nach Hause. Auf sie warteten weitere Lernarbeiten. Die Klausuren standen erst in vollem Umfang bevor. Und Haley hatte ebenfalls etwas Wichtiges vor sich. Etwas, das keinen Aufschub erdulden konnte. »Die Klausuren sind makellos ausgefallen. Makellos schlecht«, fügte Havering hinzu und verteilte die Blätter auf den umstehenden Tischen. »Ich dachte, dieser Kurs sei Ihnen allen wichtig, zumal er immer abends stattfindet. Da haben Sie doch sicher anderes vor, als nur halbherzig bei der Sache zu sein, wenn Sie schon hier sein müssen, oder?« Vor Haley blieb der schwitzende Dozent ruckartig stehen und legte das Blatt Papier mit solcher Langsamkeit auf ihren Tisch, dass die Studentin seinen abschätzenden Blick wahrnehmen konnte. In diesem lag eine Mischung aus Verständnislosigkeit und Gier. Eine seltsame und beunruhigende Mischung. »Wir sprechen uns später«, sagte Havering in einer Lautstärke, dass nur Haley den Satz wahrnahm. Wieder auf seinen Schreibtisch zulaufend, hielt Havering eine Blankoklausur in der rechten und las vor. »Nennen Sie drei Gründe, warum 1984 noch immer aktuell ist, und nennen Sie geopolitische Ströme, die dies untermauern.« Er holte tief Luft und ließ den Blick wieder zu Haley schweifen. »Miss Deering, was haben Sie geantwortet?« Von der Frage überrumpelt, schaute die Studentin durch den Raum. Ihre Kommilitonen senkten den Blick. »Ich«, begann sie und suchte nach der Antwort, die sie längst vergessen hatte, was Havering sicher wusste. Und er wusste sicher auch, dass Haley in der Klausur betrogen hatte. Sie hatte sich in letzter Zeit mit anderen Dingen als mit Lernen beschäftigt. »Sie was?«, äffte Havering sie nach. »Sie kennen die Antwort doch sicher. Immerhin haben Sie die Frage mit voller Punktzahl beantwortet.« Haley spürte die Flügel einer Mücke am linken Ohr und schlug danach. Mr. Havering wurde ungeduldig. »Nun denn, sei es drum, dann zur nächsten Frage.
Was war Orwells eigene Interpretation des Stoffs? Haley hoffte, dass Havering nun einen anderen Studenten dran nahm. Diese Hoffnung wurde zunichte gemacht, als der beleibte Dozent wieder zu ihr blickte und auf seine Armbanduhr tippte. »Wir warten, Miss Deering!« Haley versuchte, sich durch ihr Halbwissen zu forsten, welches sie von dem Spickzettel behalten hatte. Den hatte sie immerhin gewissenhaft vor einigen Wochen für die Klausur präpariert. Nach einigen Sätzen hob Havering den Arm. »Das reicht«, sagte er selbstgefällig. »Sonst noch jemand?« Die letzte halbe Stunde zog sich wie Kaugummi. Der Zeiger der Uhr an der weißgekachelten Wand schien sich keinen Millimeter zu bewegen. Havering wusste, dass sich der Abendkurs am College keiner großen Beliebtheit erfreute und er dafür verantwortlich war, wer im kommenden Semester in die besseren Kurse aufsteigen konnte. Diesen Umstand hätte er sich von je an zunutze gemacht. Man kannte ihn als arroganten, alles abverlangenden Dozenten. Haley blickte erneut zur Uhr. Sie musste dringend nach Hause. Es wurde spät und sie wollte auf keinen Fall erst gegen Mitternacht mit ihrem Fahrrad loskommen. Draußen war es in den Sommermonaten immer sehr belebt und sie hoffte, niemandem in der Dunkelheit zu begegnen. Davor grauste es der jungen Studentin innerlich. Den Abendkurs endlich abgeschlossen, drehte sich Haley zu ihrer Tasche und ließ die Literatur darin verschwinden. Vielleicht konnte sie ja in der Masse untertauchen, mit den anderen aus dem Seminarraum flüchten, noch ehe Havering sie wahrnahm. Doch dieser Umstand trat nicht ein, denn der massige Dozent lief in ihre Richtung, fixierte sie nahezu animalisch. Es war bereits kurz vor 11 und Haley dachte an ihren Vater, welcher ihr stets gesagt hatte, dass sie nach dem Abendkurs ohne Umwege nach Hause kommen sollte. Sie war zwar erwachsen, aber dennoch keimte in ihr, bei dem Gedanken, Ärger zu bekommen, Unruhe auf. Sie führte nicht das Leben einer jungen Studentin, zog sich nicht aufreizend an, obwohl sie eine gute Figur hatte, blieb von Drogen und Partys meist fern und verbrachte ihre Zeit eher mit ihrer Freundin als in männlicher Gesellschaft. Dass sie nun doch länger bleiben und sich später bei ihrem Vater erklären musste, weshalb es so weit gekommen war, versetzte ihr ein ungutes Gefühl in der Magengegend. »Sie bleiben noch hier«, vernahm sie die Stimme Haverings, der dicht neben ihr stand und beobachtete, wie die letzten Studenten den Raum verließen. »Ich muss noch einige Akten in mein Büro bringen, dann komme ich wieder.« Haley schaute ihn fragend an, doch er ignorierte ihren Blick. »Weshalb soll ich hier auf Sie warten, Mr. Havering? Habe ich etwas falsch gemacht?« In Gedanken wusste sie zwar, was er meinen könnte, doch sie spielte mit dem Gedanken, in dieser freien Zeit einfach zu verschwinden. Als hätte Havering ihre Gedanken gelesen, ergänzte er, »Und denken Sie nicht daran zu verduften. Es wird nicht lange dauern, dann klären wir die Dinge.« Er lächelte Haley lüstern an. Seine Stirn sonderte Schweißperlen ab, welche er sich mit dem Handrücken fortwischte. Ohne weitere Worte zu verlieren, griff sich der Dozent seine Tasche mit den Akten und verließ wortlos das Seminarzimmer. Havering lehnte sich auf dem Flur des Gebäudes schweratmend gegen eine Wand. Er frohlockte innerlich bei dem Gedanken an das, was er geplant hatte. Die unwissende Studentin ahnte nicht, welch teuflischer Plan in seinem wuchtigen Kopf Gestalt angenommen hatte. Er hatte herausgefunden, dass die junge Frau bei ihrer Klausur betrogen hatte. Das war keine große Kunst. Er wusste einfach, wie man solche Dinge durchschaute. Dafür war er lang genug Dozent, als dass er derlei nicht erkennen konnte. Ihr würde er damit drohen, alles zu verraten, was für sie bedeutete, dass sie vom College flog. Die Regeln der Schule waren klar in dieser Hinsicht. Wer betrog, der flog. Dass er ihr nichts nachweisen konnte, sie hätte ja auch einfach nach der Klausur alle Details ihrer Antworten vergessen können, war ihm klar. Er spielte einen anderen Trumpf aus. Er wollte ihr vermitteln, dass sie aufgrund eines Schreibens, das er später für sie aufsetzen könnte, nirgends einen neuen Studienplatz erhalten würde. Vielleicht glaubte sie ihm das sogar und er bekam, was er wollte. Auch wenn sich diese Deering noch so mausgrau anzog und sich hinter einer runden Brille versteckte, wusste Havering, was unter der Kleidung schlummerte. Er hatte sie oft beobachtet, wenn sie das Zimmer verließ, ihren straffen Arsch begutachtet und sich vorgestellt, wie er sich wohl in seiner Hand anfühlen würde. Schweiß trat erneut auf seine Stirn und der Dozent dachte daran, sich eine kalte Ladung Wasser auf der Herrentoilette ins Gesicht zu spritzen. Seine Tasche umfassend lief er den Gang hinunter und steuerte auf die Waschräume zu. Eilig verschwand er im Inneren und stellte sich vor den Spiegel, der über dem Waschbecken hing. Er betrachtete sein gerötetes Gesicht, wusste, dass er auf Frauen, vor allem im Alter der Studentin, keinen Eindruck schindete. Dann musste er sich eben mit Tricks holen, wonach er gierte. Haley Deering stand an einem der hohen, offenen Fenster und spürte eine kalte Brise auf der Haut, welche von der herannahenden Nacht in ihre Richtung geweht wurde. Sie war nervös. Etwas in ihr spürte unterbewusst eine nahende Gefahr,
auch wenn sie nicht erklären konnte, was es war. Nun war es bereits 11:15. Das Ticken der Zeiger war wie kleine Nadeln, die sich in ihr Innerstes bohrten. Sie musste heim, konnte nicht länger warten. Auch wenn sie mit Konsequenzen rechnen konnte, die junge Frau musste das College verlassen. Als Haley bereits an der Tür angekommen war, hörte sie die dumpfen Schritte auf dem Gang. Nun konnte sie ihre Pläne in den Wind schreiben. Eine Mücke umschwirrte sie. Haley wischte halbherzig danach. Dann öffnete sich die Tür des Seminarraums. »Brav, Sie sind noch da«, erklang Haverings widerliche Stimme. »Dann können wir uns jetzt wie zwei zivilisierte Erwachsene unterhalten, oder Miss Deering?« Er setzte sich auf einen der zahlreichen freien Tische und bedeutete der jungen Frau neben ihm, auf einem Stuhl Platz zu nehmen. »Setzen Sie sich«, sagte er knapp. »Mr. Havering, ich muss wirklich nach Hause. Was habe ich denn getan, dass Sie jetzt noch mit mir reden wollen?« Der schwitzende Dozent legte den Kopf schief. Er wirkte wie ein haarloser Bernardiner, der auf Futter wartete. »Soll das ein Scherz sein?«, keifte er, zügelte sich dann jedoch. »Sie wissen genauso gut wie ich, dass Ihre Ergebnisse nicht mit rechten Dingen zugehen, Miss Deering.« Also wusste er es. Sie hatte recht gehabt. Er wollte sie hinauswerfen. Der Gedanke, nicht mehr aufs College zu gehen, traf Haley wie ein Faustschlag. Sie dachte an ihren Vater. Er hatte Tag und Nacht gearbeitet, damit er die hohen Gebühren aufbringen und ihr ein besseres Leben ermöglichen konnte. Sie durfte ihn nicht enttäuschen. »Also gut«, presste sie knapp hervor. »Ja, ich habe gemogelt.« Die Wahrheit zu sagen, war sicher besser und hilfreicher, als sich in Lügen zu verrennen und jemanden, der bereits alle Fakten kannte, noch mehr zu verärgern. »Sehen Sie, es geht doch«, lächelte Havering. »Braves Kind.« Haley erwartete, dass der Dozent sie nun verweisen würde, doch nichts dergleichen geschah. Er wartete nur. Doch worauf? Sie blickte zur Uhr an der Wand. Es war bereits 11:30. So lange war sie noch nie im College gewesen, und sicher wurde das Gebäude doch auch irgendwann abgeschlossen. Diese Unruhe, diese lähmende, unbewusste Angst kroch wieder in ihr hoch. »Was wollen Sie jetzt tun, Mr. Havering?«, fragte Haley zögernd nach quälenden Sekunden. Der Dozent wischte sich über die Stirn. Er schien zu beben, wenn auch nur ganz leicht. Dann leckte er sich über die wulstigen Lippen. »Ich denke, Sie werden unser College verlassen müssen, Miss Deering«, sagte er schließlich knapp und ohne Emotion. Sie hatte es geahnt. Sie würde mit dieser Nachricht in dieser Nacht ihrem Vater gegenübertreten müssen. Dem Mann, der mit seinem Vater den Weg nach Amerika auf sich genommen hatte, ein eigenes Leben aufgebaut und nun seiner Tochter alles offenlegen wollte, was die Zukunft bereithielt. Eine bessere, gut situierte Zukunft. Ein Kloß verengte ihre Kehle. Sie konnte kaum schlucken. »Mr. Havering«, begann sie zitternd, »ich weiß, ich habe eine Dummheit begangen. Ich war in letzter Zeit unkonzentriert. Ich merke selbst, dass ich wieder härter an mir arbeiten muss.« Er hob die Hand, brachte sie zum Schweigen. »Schon gut. Ich sagte, ich denke, dass Sie gehen müssen. Doch das muss nicht so ablaufen.« Er verzog die Lippen zu einem Anflug eines wölfischen Lächelns. »Es wird sicher andere Wege geben, diese Sache aus der Welt zu schaffen, denke ich.« Er leckte sich wieder die Lippen und zupfte an seinem durchnässten Hemd. Haley schaute ihn mit großen Augen an. Sie verstand zuerst nicht, was der Mann von ihr wollte. Dann legte sich die Erkenntnis wie eine eisige Kralle um ihren Körper und drohte sie zu zerquetschen. Er wollte Sex mit ihr. »Sie sind eine clevere junge Frau. Sie wissen sicher eine Möglichkeit, sodass ich keinen Brief an die Direktion aufsetzen muss. Der würde Ihnen in Zukunft an allen anerkannten Colleges die Türen versperren. Oder was meinen Sie, Miss Deering?« Die Studentin überkam eine Übelkeit, die sie innerlich würgen ließ. In Gedanken malte sie sich Bilder aus, die ihre Vorstellungskraft überstrapazierten. Der fette, widerlich schwitzende Havering über ihr, sie ihrer Würde beraubend. Sie konnte das nicht, wollte das nicht mit sich machen lassen, um keinen Preis der Welt. »Nein«, sagte sie schließlich. Der Dozent legte wieder den Kopf schief. Er schien ihre Antwort entweder nicht verstanden oder ignoriert zu haben. Dann lächelte er. »Nein, Ihnen fällt nichts ein, Miss Deering.« Sie erhob sich und prallte mit der Brust gegen den nun ebenfalls stehenden Havering. »Ich werde jetzt gehen, Mr. Havering, und ich werde, sofern Sie es auch nicht tun, niemandem etwas von Ihrem Vorschlag erzählen.« Der Schwitzende lachte. »Was denn erzählen? Dass Sie mich angemacht haben, mich bedrängt haben, damit ich die Sache unter den Tisch fallen lasse?« Haley war zwar eine graue Maus in mancher Augen, aber sie war clever. Zu clever für Havering.
Sie lief zur Tür und vernahm hinter sich die wütenden Drohungen, die Havering aussprach. Er würde sie hochkant vom College werfen, sie fertig machen. Lächelnd drehte sie sich um. Diesmal war sie diejenige, welche einen Trumpf ausspielen konnte. In die Tasche greifend, zog sie ihr Smartphone hervor und schaltete die Diktier-App aus, welche das gesamte Gespräch über eingeschaltet war und aufgenommen hatte. »Ich denke nicht, Mr. Havering.« In diesem Moment hörte die junge Studentin, wie der Tisch, an dem Havering lehnte, nach hinten krachte. Im nächsten Moment rannte der Dozent auf sie zu und streckte den Arm nach ihr aus. Haley drückte sich durch den Spalt der Tür in den Gang und vernahm noch, wie der beleibte Havering mit der Schulter an den Rahmen prallte. »Du verficktes Miststück! So einfach kommst du mir nicht davon!« brüllte er hinter ihr. Haley rannte auf den Gang, welcher in dämmerigem Halblicht lag. Kein Mond schien und die vorgeschobenen Wolken füllten die Räume mit diffuser Dunkelheit. Sie musste das Gebäude verlassen, kostete es, was es wolle. Panisch rannte die Studentin auf den Ausgang zu, sah schon von Weitem die große Doppeltür, dahinter auf dem Hof ein einzelnes Fahrrad stehend. Ihr Fahrrad. Eilig umfasste Haley die Griffe, rüttelte daran und stellte fest, dass die Türen verschlossen waren. Ein leises Klimpern hinter ihr, dann die Stimme. »Sorry, Kleiner«, keuchte Havering, der langsam auf sie zukam, in der Hand einen rasselnden Schlüsselbund schwingend. »Hab dem Hauskeeper freigegeben, heute schließe ich ab.« Panik wallte in Haley auf, als sich der dicke Dozent immer weiter auf sie zubewegte. Jeden Moment bei ihr war. Sie wollte noch etwas sagen, da umfasste er ihr Handgelenk und presste sie an die Wand neben der Tür. »Smartphone her!« befahl er in hartem Tonfall. »Smartphone, verdammt nochmal!« Mit der freien Hand versuchte er, in ihre Tasche zu greifen. Haley holte aus und traf Havering am Kopf. Erschrocken blickte sie ihn an. Sie wollte niemanden verletzen, auch wenn diese Situation außer der Norm war. Havering blickte sie kurz irritiert an, dann holte er ebenfalls aus und versetzte der jungen Studentin einen harten Schlag mit der Faust. Völlig perplex rutschte Haley an die Wand herunter und griff sich an ihre Stirn, spürte warmes Blut an ihrem Handrücken. Havering blickte sie mit einer Mischung aus Schock und Aggressivität an, hielt inne und Haley meinte zu erkennen, dass er diese Aktion bereute und ihr helfen wolle. Doch dann ging er in die Hocke, wuchtete sie herum und zog sie über den Boden zu sich heran. Haley schrie nun das erste Mal. Havering drehte die Studentin auf den Rücken, kniete sich hin, presste sein rechtes Knie auf ihre zappelnden Beine und riss ihre Bluse auf. Auf einen weißen BH blickend traten seine Augen hervor, beinahe, als fielen sie ihm geradezu aus dem Kopf. »Nein, Mr. Havering! Nein, lassen Sie das! Ich werde auch niemandem etwas!« Ein weiterer Schlag ließ sie verstummen. Alles drehte sich in Haleys Sichtfeld wie ein Karussell. Wie ein Tier riss Havering an den Trägern des BHs und legte dessen Inhalt frei. Diesen Anblick nur kurz verinnerlichend, zog er ihr die Jeans von den Beinen und zerrte an dem Slip der nun wieder schreienden Studentin. »Ich werde dir zeigen, dass man mich nicht aufs Kreuz nehmen kann, du kleine Schlampe!« Während Havering an der Schnalle seines Gürtels zerrte, blickte Haley mit Tränen in den Augen aus der Glastür, welche leicht verdeckt zu ihrer Linken im Blickfeld lag. Es wurde heller, auch wenn es spät war. In Haleys Gedanken tobte ein Sturm. Sie erkannte nicht, dass es sich nicht um die Sonne, sondern den Mond handelte, welcher sein helles, kaltes Licht über die Flurböden warf. Den schweren Körper immer wieder vorstoßen wollend, strampelte die junge Frau mit Leibeskräften. Havering hatte seine Hose ausgezogen und versuchte, die Beine der jungen Frau auseinanderzudrücken, was ihm schwerfiel, da er sie mit dem Knie zusammenpresste, um nicht einen Tritt zu kassieren. Kurz das Gewicht nachgebend, ließ er ihr einige Zentimeter Spielraum. Dies jedoch reichte, damit sich Haley freikämpfen und nach hinten robben konnte. Sie drehte sich auf den Bauch und wollte zur Tür kriechen. Vielleicht war noch jemand vor dem Gebäude, sah sie und konnte ihr helfen. Sie schob sich nach vorn und sah bereits den Vorplatz. Doch niemand war da. Niemand konnte ihr beistehen. Havering machte einen Satz und warf sich auf den zierlichen Frauenkörper. »Eine Kämpfernatur, meine Kleine«, keuchte er lüstern. »Jetzt mach dich auf was gefasst, Süße!« In diesem Moment sah Haley etwas, das sie vorher nicht registriert hatte. Keinen Menschen, der ihr Hilfe geben konnte, sondern etwas, das in ihrem Inneren einen Auslöser in Gang brachte. Der Mond. Er war durch die Wolkendecke gebrochen und schien nun auf das Gebäude, durch die Türen in Haleys Sichtfeld. Mit einem Mal verstand sie, was ihr solche Angst gemacht hatte. Sie zuckte unter dem Gewicht Haverings zusammen und der Dozent verstand nicht, was sie vorhatte.
Haley dachte an ihren Vater, an seine Worte. Sie ergaben endlich Sinn. Gib dir keine Mühe, lechzte der Dozent und wusste, dass sein Eigengewicht niemals von einer so zierlichen jungen Frau abgeworfen werden konnte. Er griff gerade in seine Unterhose, da merkte er, wie sich die Studentin unter ihm aufbäumte. Was zum... presste er noch hervor. Dann prallte er mit dem Rücken auf die kalten Fliesen des Ganges hinter ihm. Sich mit den Händen abstützend, richtete sich der perverse Dozent auf und blickte vor sich auf den Körper der Studentin, welcher sich grotesk nach hinten bog. Sie verdrehte die Arme in einem Winkel, bei dem es einem normalen Menschen die Gelenke brach. Schreiend stierte Havering auf die grauenhafte Metamorphose, welche sich vor ihm vollzog. Dann blickte er in die abgeflachte und haarige Visage eines Wesens, das ihn an seinem Verstand zweifeln ließ. Der im fahlen Mondschein stehende, die spitzen Zähne fletschende Wolf, der ihn gierig anknurrte, nahm Anlauf und sprang auf den Wehrlosen. Schreiend versuchte Havering, das Ungetüm von sich zu werfen. Da zerriss ihm die Bestie bereits den Stoff der Hose und im nächsten Augenblick einen großen Teil des Unterleibs. Schreiend sog der sterbende Dozent den heißen, faulig stinkenden Tieratem ein und riss die Augen auf. Die Augen, die er vorher noch auf die Wehrlose gerichtet hatte. Die Bestie knurrte. Sie war ausgehungert, hatte so lang nichts mehr gegessen. Sie war frei, nicht mehr in selbst auferlegter Gefangenschaft. Die viehische Fratze schob das Zahnfleisch nach hinten. Geifer tropfte auf Haverings schrumpfenden Inhalt in der zerrissenen, blutigen Hose. Man sah für einen kurzen Moment in den reflektierten Pupillen dieses entsetzlichen Tieres etwas, das man als Rachedurst deuten konnte. Die Wolfskreatur riss das Maul auf und fraß Haverings Glied und seine dampfenden Innereien. Haley würde am nächsten Morgen die Erste sein, die im College die Leichenteile von Mr. Havering fand. Natürlich würde sie abwarten, bis die Hausmeister das Gebäude öffneten und dann aus der Damentoilette huschen, in der sie sich in dieser Zeit versteckt hielt. Aber bis dahin hatte sie noch die ganze Nacht vor sich. Und ihr Vater würde dafür sicher Verständnis haben. Schließlich waren sie vom gleichen Schlag. Das wusste sie nun. Ihr habt Lust auf spannende, schaurige und abwechslungsreiche Horror-Kurzgeschichten in Buchform? Mein neuer Sammelband, eine noble Arbeit, ist ab sofort im Handel auf Amazon und überall sonst bestellbar. Viel Spaß beim Lesen!